Deutsche See ist eine Fischmanufaktur, also produziert Lebensmittel mit dem Fokus Schwerpunkt Fisch. Hat ihren Hauptsitz in Bremerhaven, wo auch die Produktion und Manufaktur ansässig ist. Und insgesamt 19 Standorte bundesweit, die als Verteilerzentren sind. Mein Name ist René Schönfeld, ich bin Projektmanager für den Bereich Service bei Deutsche See und seit 2011 im Unternehmen. In den Niederlassungen nutzen wir ca. 300 Fahrzeuge national zur Auslieferung unserer frischen und tiefgekühlten Produkte, die wir tagtäglich aus Bremerhaven beziehen und dann just in time an unsere Endkunden ausliefern. Wir nutzen Webfleet dahingehend, dass wir unsere Fahrweise auf den Ausliefertouren nachhaltig und stetig verbessern möchten, wofür wir das Thema OptiDrive verwenden, was Webfleet als Tool zur Verfügung stellt, wodurch wir mit unseren Auslieferfahrern immer wieder in Mitarbeitergespräche gehen und ihre Fahrweise mit ihnen gemeinsam also analysieren und versuchen, immer ein Stück besser zu werden. Mein Name ist Peter Giesbrecht, ich arbeite bei Deutsche See und bin Niederlassungsleiter Service in Braunschweig. Webfleet wird morgens mit als erstes aufgemacht von den Programmen und natürlich wird auch gleich reingeschaut, wie die aktuellen Werte der Fahrer sind in der Startzeit. Als wir mit Webfleet angefangen haben, mit den OptiDrive-Werten, muss ich sagen, waren die Werte weitaus schlechter als das, was wir jetzt haben. Und das merkt man deutlich an dem Spritverbrauch. Der Fuhrpark wird schonender behandelt, weniger Werkstattbesuche. Die Fahrer sind sehr zufrieden mit dem System und wetteifern gegenseitig, um einen besseren OptiDrive zu erreichen. Eine weitere wichtige Funktion, die wir über Webfleet nutzen, ist der Tachoshare, wodurch wir unsere Tachografendaten automatisch auslesen und in Webfleet importieren und damit weiterverarbeiten können. Natürlich nutzen wir auch noch weiterhin das Auftragsmanagement und aktuell neu dazugekommen ist das Thema Cold Chain, womit wir unsere 30 neuesten Auslieferfahrzeuge aktuell ausgestattet haben. Die Einhaltung der Kühlkette ist beim Transport von tiefgekühlten und normalgekühlten Lebensmitteln extrem wichtig, weil wir dadurch natürlich dann immer gewährleisten können, dass die Ware frisch und vor allem verlässlich beim Kunden ankommt. Cold Chain zeichnet die Temperaturen quasi während der kompletten Tour. Wir bekommen minütlich ein Temperaturupdate aus dem Fahrzeug, was über die Sensoren erfasst wird und dann an Webfleet zurückgespielt wird, wodurch wir die Temperaturen in Anführungszeichen live verfolgen können. Wir erhoffen uns durch das Thema Cold Chain eine nachhaltige Temperaturüberwachung für alle Fahrzeuge, die digital aufgezeichnet wird und auch digital wieder abgerufen werden. Das Handling der Software ist selbsterklärend. Also natürlich braucht man eine gewisse Einführung, um sich mit diesen ganzen Funktionen auch zurechtzufinden. Aber sobald man in diesem Thema wirklich einmal drin ist, ist es sehr, sehr intuitiv und sehr logisch und strukturiert aufgebaut, wodurch man sich auch innerhalb dieser kompletten Software gut zurechtfindet, was die Nutzung auch für die jeweiligen User sehr einfach macht. Unsere Arbeit ohne Webfleet wäre nur noch schwer vorstellbar, da wir durch Webfleet einen großen Teil unserer Flottendaten generieren und diese auch dann zur Auswertung nutzen.